Kirtag in Maria La. Wenn dieses traditionelle Fest stattfindet, helfen hunderte Freiwillige zusammen. Dazu gehört auch die Feuerwehr Losenstein-Leithen. Drei Vereinen, also die Pfarre Maria La, der Musikverein Losenstein-Leithen und eben wir als Weiber Losenstein-Leithen führen das jetzt schon seit Jahren gemeinsam. Und aufgrund der letzten Jahre rückblickend können wir sagen, es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Fest, was alle Jahre da über die Bühne geht. Die Tradition von Kirtag ist eigentlich schon Jahrhunderte alt, hat sich aber um die Jahrtausendwende war fast überhaupt nicht mehr vorhanden, der Kirtag. Und dann haben wir zu dritt haben wir wieder überlegt, was könnte man aus dem Kirtag machen. Und da haben wir eigentlich mit, sage ich mal, 200 Leuten angefangen am Kirtag. Und das hat sich halt stetig entwickelt. Und jetzt sind wir circa so bei einer Besucheranzahl von 1000 bis 1500 Personen. Ja, und es helfen eigentlich alle drei Vereine zusammen. Bier ausschenken, am Grill stehen, Mehlspeisen verkaufen. Das eingenommene Geld teilen sich die Vereine. Wofür es die Ehrenamtler ausgeben, steht schon fest. Das Geld, das wird alles für Ausbildungszwecke und Einsatz. Gegenstände wie Einsatzbekleidung, neue Gerätschaften und so alles verwendet. Das Geld wird investiert in erster Linie einmal für die Jugend. Das ist unsere Zukunft und halt einfach auch für neue Musikinstrumente. Man braucht immer wieder was Neues. Musiker treten auf, die Pfarramtsdamen backen Schaumrollen und Bauernkrapfen. Ohne Zusammenhalt im Verein wäre das Fest so nicht möglich. Heutzutage gegen Einsamkeit war eine gute Idee, wenn man zu einem Verein dazugeht oder einfach zum Wirten gehen, wo man auch wieder mit Leuten zusammenkommt und reden kann. Wolfgang hat fast 50 Vereine und da sind wir schon dahinter, dass diese Vereine aktiv bleiben. Da muss man ein bisschen schauen, dass der Nachwuchs da gefördert wird. Aber ja, ein Vereinsleben ist wichtig in einer Gemeinde. Und das wird in der Gemeinde Wolfgang auch gelebt, so wie am Kirtag in Maria La. Da hast du was, gell?